Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2. Wir setzen jetzt den letzten Gemstone, also den letzten Edelstein ein in dieses Teil hier. Und da gehen Klappen auf. Wo das ist, werden wir gleich sehen. Nein! Oh Gott. Das war unabsichtlich. So, Edelstein, Gemstone rein. Lass ich einfach mal gelten. Solange sie nicht mehr Leben verliert. Und jetzt ist nämlich unten, ist nämlich das Ganze aufgegangen. Das war, glaube ich, in diesem Eingang. Ja. Tut, zum 500. Mal habe ich vorhin gerade gespeichert. So. Gehen wir jetzt hier hoch. Folge 3 im Kloster. Wir kommen eigentlich wirklich sehr gut voran. Ah ja, hier sind wir jetzt. Hier finden wir jetzt ganz schnell, finden wir jetzt wirklich ganz schnell unsere nächste Gebetsrolle. Also das ist echt nicht schwer. Denn wir drücken hier den Schalter. So. Die Tür hier geht auf. Wir müssen das Wasser stoppen. Ich gehe erstmal hier ins Wasser rein. Ich muss also jetzt gleich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Ah, wir finden hier ein Geheimnis. Und das muss ich natürlich haben. Aber ich muss dann auch wieder einen kleinen Weg wieder zurückgehen. Nur mal so als Info, glaube ich zumindest, dass ich das muss. Aber später hätten wir das Geheimnis halt, glaube ich, nicht mehr aufheben können. Deswegen mache ich es jetzt. Damit ihr auch seht, aha, hier ist das Geheimnis. Jetzt können wir nicht wieder so einfach zurück. Jetzt müssen wir uns einen anderen Weg verschaffen. Ja. So. So. Ja, aber das tut weh. Ja, Entschuldigung. In den Weg geht's immer wieder mal zurückfinden. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt auch. Ja, wir sind wieder hier unten. Okay, ich habe es irgendwie länger in Erinnerung gehabt. Aber jetzt sind wir ja schon wieder hier unten. Jetzt sind wir ja schon wieder hier. Also, ihr seht, es hat nicht lange gedauert. Ich wollte das Geheimnis halt haben. Egal wie. Hat jetzt nicht lange gedauert, hier wieder zurückzulaufen. So. Und da in den Gang rein. Wir haben jetzt wie viele Geheimnisse? Eins. Ich weiß auch gar nicht, wo ein zweites Geheimnis liegt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und wir müssen den Wasserfall halt hier wegmachen. Stoppen, was auch immer. Wie machen wir das? Indem wir natürlich, pass auf, hier die Kiste auf dieses Wasser schieben. Und passt auf, gleich ist das Wasser einfach weg. Ja. Natürlich, Leute, es ist weder ein Abfluss da gewesen, noch irgendwas anderes. Das Wasser ist jetzt einfach weg. Einfach weg. Also, wie auch immer, kein Abfluss und so schnell kann das Wasser gar nicht abfließen. Da müsste vielleicht irgendwie ein riesiges Loch unten aufgehen, hier unten. Also, man hat keine Ahnung, wie das Wasser jetzt so schnell rausgehen konnte, aber das ist halt Tomb Raider-Logik. Gerade die ersten Tomb Raider-Teile, so Teil 1 bis 4 oder auch noch der 5. Tür, der 6. der Backteil. Da kennt man das ja, dass es halt manchmal solche Dinge gibt. Hm. Aber naja. Ja, nächste Gebetsrolle. Juhu, Gebetsrolle Nummer 3 müsste das sein, genau. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich habe schon eine Idee, wo wir jetzt hingehen. Muss man nochmal überlegen, ob das auch eine richtige Entscheidung ist. Und wo es dann nochmal dazu lang geht, muss ich auch mal überlegen. Müsste da hinten dann... Ja, ich muss mal kurz suchen, wo ich lang muss, aber ich habe es eigentlich noch recht gut in Erinnerung, wo wir hin müssen. Antivirus-Test vorhin gemacht. Es befindet sich kein Virus auf ihrem Computer, wie schön. ja. Und hier wieder zurück muss ich ja. Wir kommen jetzt einfach nicht wieder zurück. Ja. Wir haben keinen Schlüssel im Schlepptau, wir brauchen nämlich noch einen. Ja, hier müssen wir auch mal hin. Weil, hier verbergen sich, glaube ich, zwei Dinge hinter den Kisten und die will ich erstmal jetzt noch haben. Ja, das mache ich nicht, jetzt komme ich da gar nicht wieder weg. Na! Ah. Ja, Mönch, du kannst hier gerne wieder rein, aber hallo?
Ich will vorher noch die Munition haben. Heiltümer nicht weh, aber Lara macht so eine Geräusche, als ob sie ihr weh tut. Also, ja, verschwinde in der Wand, genau. In der Kiste. Warum sage ich jetzt Wand? Ich glaube, wir müssen die jetzt nochmal zurückschieben. Mache ich es jetzt einfach, egal, ob es richtig ist. Ist das Kabel drin? Ja. Sehr schön. Klappt hier wieder mal alles. Wird die mal nach hinten schieben können. Und dann ist, glaube ich, oben irgendwo noch Harpunenmunition oder sowas. Ja, haben wir jetzt schon wieder. Wir haben ja jetzt fast 50 Harpunenpfeile, glaube ich. 45 oder so. Ich finde es ganz schön krass. Automatikmunition, genau, die wollte ich haben. Und hier oben ist irgendwo Harpunenpfeile. Oh, die brauche ich eigentlich gar nicht. Mein Gott, Harpunenpfeile, wann brauchen wir die nochmal? Gar nicht mehr. Kommt keine Taucher mehr. Ah ja, hier sind wir richtig. Hier müssen wir hin. Oh, 6 Minuten geht die Aufnahme schon. Ja. Hier müssen wir hin, Leute. Gut, ich bin doch gut. Ich habe gedacht, wir müssen einen anderen Weg gehen. Eigentlich hätten wir einen anderen Weg schlagen können. Aber so war es geplant vom Spiel. Naja, wenn wir jetzt hier hochgehen, kommen richtig viele Gegner, Leute. Es kommen richtig viele Gegner. Wir haben hier keine Mönche. Wir werden schon 2 Medipacks nehmen müssen. Das ist mein Ernst. Das wird jetzt richtig fies. Nee, das mit der Granate wird doch zu wertvoll. Na, haben wir eigentlich schon ein Medipack genommen? Nee. Ja, kann ich gleich ein großes nehmen. Und wir blinken. Ah! Gott. Das war so gar nicht schlecht. Also ich habe da mal 3 Medipacks nehmen müssen. Wir blinken jetzt auch schon wieder. Ja, es sind, glaube ich, 4 Gegner gewesen. 3 oder 4. Wie die alle aufeinander liegen. Guck da mal bitte. Hier willst du einfach auch, was ich kriege. Ach ja, der hat noch was. Immerhin hat ein kleines Medipack gehabt und einer ein großes. Da haben wir 1,5 Medipacks zurückbekommen. Wir mussten aber nur ein großes nehmen. Auch mal ganz gut. Nee. Mit der will ich dann durch die Fenster zerschießen. Das ist mir dann doch zu wertvoll. Was? War jetzt los? Ah, es kam Musik. Ja, es kam wahrscheinlich jetzt wieder Musik, die CD-ROM erstmal nachladen musste. Aber, naja. Die Musik konnte ja wahrscheinlich jetzt nicht so richtig. Mir fehlt noch ein Schlüssel, fällt mir gerade ein. Ich brauche unbedingt noch einen Schlüssel. Und ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist, den ich noch brauche. Ich weiß auch gar nicht, ob wir den jetzt kriegen so schnell. Ich glaube, wir hängen jetzt gleich, weil ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist, den wir brauchen. Der ist wichtig. Ich kann ja schon mal überlegen, wo der ist. Aber was ich sage, muss der ja irgendwo draußen sein. Weil hier ist gleich eine Gebetsrolle und dann haben wir erst 4 Gebetsrollen. Lava. So. So. Ja, weiß nicht, wo der liegt. Und hier hoch. Naja, erstmal gehen wir wieder zurück und dann muss ich mich halt mal umgucken. Da ist sie. 2 Gebetsrollen in der Folge gefunden. Ja. Wir haben bereits 4 von 5 Gebetsrollen. Wir brauchen wirklich 5. Ich weiß ja, dass mir noch was fehlt. Okay. Okay. Ach, egal jetzt. Scheißwurst. Scheißwurst, genau. Scheißegal. Mir wird trotzdem noch ein Schlüssel. Ich will wissen, wo der ist. Der ist wichtig. Wah! Was ist jetzt los? Ja, Lara, tust du mal, als ob dir das weh tut. Aber derweil tut es dir ja gar nicht weh. Naja, dir geht's ja gerade nicht schlecht genug. Boah, ich verirre mich hier immer. Tut mir leid. Ich verirre mich hier immer total. Ah, hier sind wir richtig. Da unten bringt uns übrigens auch nichts, hier runter zu gehen. Da ist nichts. War hier nicht irgendwo der Schlüssel, den wir brauchen? Ich weiß es nicht.
Ich muss das mir ja alles untersuchen jetzt. Wo dieser Schlüssel ist. Hier kommen die Mönche gar nicht mehr durch. Doch, die kommen noch durch. Sieht ja gerade so aus, als ob die Mönche nicht mehr durchkommen. Ah ja, wir müssen ja hier hin. Ja, hier müssen wir, glaube ich, hin noch. Ja, hier sind wir richtig. Ja, Leute, wir sind gut. Wir müssen nämlich jetzt hier durch. Was? Ich weiß nicht, was ich zum letzten Mal gespeichert habe. Oh mein Gott. Ich nehme jetzt schon mal ein Medipack. Ja. Und speichere, weil ich halt, ich weiß nicht, wo ich zum letzten Mal gespeichert habe. Und wechsle die Waffe auf die Uzi. Sind die böse? Nein, wir haben sie eigentlich nicht abgeschossen, also nicht mit abgeschossen. Okay, Uzi-Munition. Oh, hat der was? Die haben wirklich fast alle was dabei. Und Granaten, auch cool. Ja, Leute, und jetzt kommt dieser Graus. Es ist echt ein Graus. Ich habe dafür damals sehr lange gebraucht. Einmal geht die Folge schon über 11 Minuten. Das geht alles noch hier? Wir müssen die richtige Taktik haben. Das ist hier am schwersten, glaube ich. Ja. Wie wir das denn schaffen? Scheiße. Hier, das ist immer. Das soll ich mal links probieren? Ja. Eigentlich müssen wir noch hinter uns bringen, aber es war doch nicht so schwer. Okay. Ja, ihr legt das Schlüssel, den wir brauchen. Ich glaube, wir beenden heute die Folge noch, oder? Das schaffen wir, also das Level noch, aber mir fällt gerade ein, wir müssen noch was machen, das schaffen wir nämlich nicht mehr. Aber wir müssen jetzt hier irgendwo wieder zurückkommen. Genau. Kommen nämlich jetzt hier wieder raus. Wo auch vorhin waren, oh mein Gott. Und, ja. Wir laufen jetzt zum Schlüsselloch, wie heißt denn Schlüssel? Trapdoor Key, also auf Deutsch Falltür und Schlüssel. Das, dazu reicht mein Englisch, um das zu übersetzen. Wir gehen jetzt noch zum, vielleicht weiß einer, wo noch ein Schlüssel fehlt, aber wir gehen jetzt auf jeden Fall noch zum Schlüsselloch hin, aber den Schlüssel setzen wir dann erst in der nächsten Folge ein. Avira Control Center. Da hört sich da unten die ganze Zeit auf. Ihr Gerät läuft schnell genug. Was? Was? Ihr Gerät läuft schnell genug? Soll voll langsam, ja. okay. Für meine vielleicht berechnet ihr die Leistungen mit und wie lange wir welches Betriebssystem drauf ist. Vielleicht misst ihr das mit. Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung davon. Wie kommen wir jetzt am besten wieder hier hoch? Sind wir jetzt schon hier? Ach, wir sind ja schon hier oben. Was? Leute, hier laufen 5 Mönche rum. Seht ihr das? Hier laufen 5 Mönche rum. Was machen die denn? 6. Der eine ist gerade mitten, der war gerade durch. Also der eine, den hatte man gerade nicht gesehen, der ist einfach aus dem Nichts gerade gekommen. Er war also, bis als ich gerade gekommen bin, durchsichtig. Auf jeden Fall nicht sichtbar. Naja. Ja. Also hier laufen 6 Mönche rum. Ich weiß nicht, was die alles hier wollen. Die hätten mir vorhin mal helfen können, bei den 2 Gegnern. Wo der Mönch erst dann kam, als ich die Gegner schon tot hatte. Naja, diesen Falltürschlüssel setzen wir in der nächsten Folge ein. Und in der nächsten Folge beenden wir auch hundertprozentig das Level. Das heißt, wir haben wieder 4 Folgen für das Level gebraucht. Für das letzte Level, tibetianische Hochrand, haben wir auch 4 Folgen gebraucht. Aber gut, ich sage jetzt Tschüss, bis morgen. Ciao.